MEK Games. Warnung! Epileptische Zustände und der ganze Korn, den ihr sowieso schon kennt. Das Spiel ist nicht auf Deutsch, man braucht uns gar nicht erst zu gucken. Wahrscheinlich sind es bei anderen Streamern oder YouTubern nochmal auf Deutsch, bei uns nicht. Ne, MEK Games selten, die sind immer auf Russisch oder auf Englisch. Aber sehr geiles Entwicklerstudio und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Horror-Game-Sonntag hier auf Twitch. Und auch ein herzliches Hallo an die YouTuber da draußen. Wir können uns hier die Sprache auswählen. Wie gesagt, wir haben... Ist das Russisch? Ist Russisch, ne? Ist Russisch oder Englisch? Wir wählen Englisch. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Select Level. Was für ein Level? Können wir schon Level selecten? Ah ne, wir fangen jetzt erst an. Was ist denn jetzt? Ne, ich habe mich vertrickt. Was ist denn jetzt? Warum bin ich jetzt hier? Lass mich raus. Continue? Exit Menü. Ich will kein Level. Ich will einfach von vorne anfangen. Wir fangen von vorne an. New Game. Ah, die Lautstärke hätte ich mal noch überprüfen können. Das war gerade arg laut, habe ich gesehen. Ich kümmere mich gleich drum. Wir gucken uns jetzt mal... Nein, ich kann mich jetzt drum kümmern. Immer noch sehr laut. Oder geht's? Ich weiß halt nicht, ne? Ja oder nee? Hört man meine Stimme oder hört man nur Krach? Aber man muss ja auch was vom Spielsound hören. Es geht, es wäre gerade so an der Grenze, ne? Man hört alles. Gut, sehr schön. Wenn dann was nicht hören, meine Stimme zu leise ist oder so, sagen einfach was. Da kann man jederzeit innerhalb von 2 Sekunden wieder ändern. In der Zeit gehe ich hier auf diese rote Tür zu. Wir gehen lang auf diese rote Tür zu. Rote Türen erinnern natürlich direkt an den Film Insidious. Vatertag. Oh, warum schließt du alles? Dämliches Dreckshandy. Lass doch mal das auf, was man will. Und das, was man nicht braucht, kannst du schließen. So. Elternhaus, das erste Date, Familienpicknick, ins Krankenhaus gehen. Das sind schöne Erinnerungen. Aber einzig... Jetzt übersetzt es nicht mehr. Dann nicht. Welche was? Lass es. Bleib doch lean. Brauche man dich nicht. Geil! Aber nur, wenn sie jetzt glücklich sind. Erinnerungen zerreißen deine Seele und lassen dich nicht los. Du willst wieder glücklich sein, aber du kannst nicht. Wie kann man einen fatalen Fehler beheben? Phil, du musst. Ach schön, ich sehe auch gerade, dass mein Handy-Akku nicht geladen ist. Sehr geil. Akt 1. Die Vergangenheit kann nicht geändert werden. Freiheit der Zukunft. Ach so. Ich habe gedacht, ich müsste irgendwas drücken. Wir müssen nur warten. MEK Games präsentieren. Das erste Kennenlernen der Kulisse.
20.35 Uhr. Das ist Echtzeit, oder? Das Spiel, das ist Echtzeit. Wir haben 20.35 Uhr. Oder ist das jetzt gerade ein Riesenzufall? Der Junge, der verschwand vor 6 Tagen, wurde in einem lokalen Haus gefunden. Residenz. Abandoned, ja, was? Er ist, wurde entführt, discovered, ich weiß es nicht. Ich muss das Ding auspacken, es hat keinen Zweck, sonst hol ich mal die Hölle. Er wurde in einer verlassenen Hütte außerhalb der Stadt in der Nähe des Parks entdeckt. Nach Angaben des Jungen wurde er von einem als Clown verkleideten Mann entführt, als er mit seinem Vater im Urlaub war. Ah. Clown? Oh nee, bitte nicht. Warte doch eine Minute, jetzt haben wir 36. Ja. Ist tatsächlich Echtzeit, die Uhr. Geil. Gefällt mir. Ob irgendwas Spezielles um 0 Uhr oder um 3 Uhr passiert? Oh, Taschenlampe. Die nehmen wir mit. Oh, geil. Flashlight. Das ist schon mal sehr schön. Ich höre hier ganz seltsame, ekelhafte Geräusche außerhalb vom Haus. So ein... Hört ihr das auch? Ich mache mal den Spielsound doch wieder ein bisschen lauter. Weil er scheint... Er scheint mir im Game sehr leise. Aber wenn wir dann im Intro sind... Das ist das Intro. Hört es euch an. Für das Intro haben wir uns besonders viel Mühe gegeben. Deswegen haben wir es auch so laut gemacht. Ich mache noch ein bisschen lauter. Weil ihr hören jetzt, glaube ich, davon nichts. Die Türen kann ich hier nicht öffnen. Die auch nicht, warum auch immer. Und hier auch nicht. Was haben wir hier? Ich mache mal die Taschenlampe aus. Warum kann ich jetzt... Oh, schon geklingelt. Oh, schon geklingelt. Niemand ist zu Hause. Ah, jetzt haben wir bei uns selbst geklingelt. Sie rascht komplett aus und schreit, lasst mich alleine. Aber ich will doch nur wissen, wo ich hin muss. Oh, hier, hier ist... Ah. Das vermisste Kind. Die Polizei sucht nach einem Jungen. Er kam nicht von einem Spaziergang nach Hause. Name JJ, Alter 10 Jahre alt. Größe 51 Zoll. Körpertyp durchschnittlicher Körperbau. Augenfarbe grau. Zuletzt gesehen. 51 Zoll, jo. Grau. Zuletzt gesehen. Montag, 19. Juli 2000. Callcenter. Wir suchen nach einem JJ-Jungen. Nee, hier steht auch MK Games. Saugeil. So, keine Ahnung. Wir haben es geklingelt. Hier kann ich irgendwie, mit der Tür kann ich gar nicht interagieren. Die Heilige Bibel. Die Inschrift der Inschriften. Ah, hier geht's noch runter. Das ist keine Zeit to be distracted. Keine Ahnung, was ich. Von mir aus. Was zur Hölle? Ach.
Der Text verschwindet zu schnell. Er hat irgendwie Jahre damit verbracht, diese Zeitmaschine zu entwickeln. Muss die Anweisungen aufheben. Hier. Sieht schon fett aus. Zeitmaschine. Machen wir wirklich eine Zeitreise jetzt? Mein lieber Sohn, wir werden zusammen sein, Sohn. Nein, wir werden irgendwann zusammen sein. Oder wir werden zusammen sein. Bin ich sicher. Für meinen Sohn. Ich kann auch nicht rumdrehen, den Brief. Oh, es klingelt ganz oft an unserer Tür. Ich komme. Entschuldigung, ich wollte gerade in meine... Ich wollte gerade in meine Zeitmaschine. Das Paket einfach vor die Tür gestellt. Ja, ja, kenne mal. Danke, Amazon. Aus wie eine, entweder eine Glühbirne oder eine Sicherung oder ein ziemlich hässlicher Oktopus. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe das irgendwie hier eingesetzt, okay? To-Do-Liste. Lass mich schon mal einen Blick da drauf werfen. Das steht so weit weg. Und ich kann die Schrift nicht lesen. Das kommt noch dazu. Und dann drücken wir mal hier auf diesen Schalter. Heuiuiuiui. Beginnen wir die Zeitreise. Ah, doch mal das Ding reingesetzt. Boah, da war ich aber. Erinnern um anderen. Danke für die Pizza, Bartarus. Okay, okay. Nerven bewahren. Was haben wir gemacht? Was ist gerade passiert? Vielleicht nochmal das Ding anschmeißen, ja? Okay, jetzt haben wir einen Schlagkrit. Sie dachten, es wäre sicherer drinnen. Henry, jetzt spielen wir der Henry. Henry, sieh dich um dieses Haus rum. Da wurde ein Kind in der im Park in der Nähe vermisst. Ah, wir spielen jetzt den Polizisten Henry. Und wir müssen uns in dem Haus umsuchen. Henry, du bist am Start. Hey! Ah, Henry hat seine Taschenlampe verloren. Henry, was machst du dann schon wieder? Deine Taschenlampe verloren, mein Guter, ha? Huh? Ich kann dir erzählen, dass du früher mal Polizist warst. Hat der Fall dich so geschockt, dass du hast aufhören mit deinem Beruf? Dann gehen wir mal ums Haus rum. Weil Henry hat ja seine Taschenlampe verloren. Das wird uns nicht viel bringen, weil wir sehen überhaupt nichts. Ah doch, guck mal hier. Hey, Polizei! Öffnen Sie die Tür! Henry versucht seine Autorität durchzusetzen. Da ist nix. Okay, dann... Schön, schön.
Aber schön. Hat was Hypnotisierendes, wie so eine Lavalampe. Was ist das? Warum stehen hier zwei Statuen vor dem Eingang? Und versperren uns den Weg. Zurückkommen wir nicht. Der da lacht einen richtig böse an, der Benzinkanister. Den holen wir mal mit. Gasolina. Taschenlampe haben wir auch wieder. Open that door. Das Haus sieht verlassen aus, als würde hier schon länger keiner mehr leben. Ich sehe mich etwas genauer um. Ah, guck mal da, hier haben wir noch einen Wohnwagen. In guten Schuss, im guten Zustand ist er. Kann man noch locker für 3.000, 4.000 Euro verkaufen, das Ding. Puppe, Pentagramm. Genau, sowas braucht man hier unbedingt. Das Letzte, was ich tun kann, ist, um Hilfe zu fragen. Hilf mir, ihn zurückzubekommen. Es war auch so eine Statue, ja. Funktioniert nicht. Ich mache es nur schlimmer. Sie kam zu mir. Aber nicht als dieselbe wie vorher. Sie ist wütend. Ich habe ihren Frieden zerstört. Ich muss es berichtigen. Alles. Okay, ich lasse den Schrein des Todes hier mal hinter uns. Ah, hier geht's auch noch. Ne, hier geht's nicht drüber. Hallo? Oh, die Tür ist auf. Etwas sitzt oben. Ich muss eine Leiter finden. Oben sitzt etwas, jawohl, und springt uns an. Gucken wir mal, ob wir eine Leiter finden. Erst gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Zirkus-Performance. Diesen Sonntag. Nee, diesen Sonntag ist Indie-Horror-Sonntag. Ich warte auf dich. Streichhölzer, die nehmen wir mit. Zwei Stück. Ich warte auf dich. Hihi. Suchen wir mal eine Leiter. Dass wir auf jeden Fall mal da hoch können. Hört sich auf jeden Fall nach so an, dass da draußen irgendwo im Wald was auf uns lauert oder uns verfolgt. Ja, der Henry kriegt ja maximal die Strophe. Eine Leiter, okay. Wo könnte man eine Leiter jetzt finden? Vielleicht in dem Klohäuschen, ne? Das ist immer noch zu.
Könnt ihr auch auf den Kühlschrank klettern und dann da hoch. Aber eine Leiter ist hier nicht. War da eine Puppe? Ach so, die Puppen. Ja. War da eine Puppe? Oh, ungefähr 5-6 Stück schon. Ein Kinnleiter. Oder ein Hocker oder so. Irgendwie, was hat er gemeint? Ah ja, okay, hier. Ah, mit den Streichhölzern konnte man das Seil jetzt entfernen. Und die Puppe ist weg. Also uns... Ah! Leck! Uns verfolgen jetzt auch schon diese Puppen. Sehr schön. Ja, irgendwie so Puppen, die einen still verfolgen in Spielen, das ist immer schlimm. Das erinnert mich immer an diese eine Folge aus Doctor Who mit diesen Engeln, die dich angegriffen haben, während du sie nicht direkt angesehen hast. Oder die sich dann nur bewegen konnten. Fucking creepy place. Merci für die Bits, Mac, oder? Die ist richtig i. Ich lese vor. Der Täter des Unfalls auf dem Highway 58 sagte aus: Ich habe definitiv gesehen, dass das Mädchen auf die Straße gerannt ist, um ihr Spielzeug aufzuheben. Ich wollte der Kollision entkommen. Der Täter war alkoholisiert und kann sich nicht erinnern, was nach dem Unfall passiert ist. Daran erinnern, dass infolge des Unfalls ein Auto Feuer fing. Eine Frau und ein Kind konnten das Auto nicht verlassen. Leck mich da am Zückerli. Das Haus ist sauber. Hier ist niemand. Alter, gucken die Puppe, wie sie nach uns greift. Oh Gott, geh weg. Oh Gott. Das ist richtig widerlich. Das ist richtig widerlich. Oh. Oha, oha, oha. Ich will nicht ganz viel Puppen gehen. Weg, lassen mich bitte. Oha. Ich will weg, ich will zu meinem Auto. Nee. Die Puppen lassen uns nicht. Okay, sind die Puppen gut oder böse? Das ist die nächste Frage. Die eine sah ziemlich böse aus. Bei denen da bin ich mir noch nicht so sicher. Das ist kein Pupp. Das ist keine Puppe. Das ist ein Mann in Lendenshorts, der da steht und in den Wald starrt. Der ist noch etwas unheimlicher. Ekelhaft hat der sich gerade bitte bewegt. Oder ist er mitgezogen worden? Schieß doch! Mann! Was macht denn der immer? Oh, das ist ein Dach. Ne, wieso hat man eine Kellerluke? Entschuldigung. Ich denke, ich habe was gefunden und es nähert sich irgendwas. Ich kann mich nicht bewegen. Polizeiagent, er wurde geschickt, um in den Park zu inspizieren. Und dann ist er nicht mehr gekommen. Irgend sowas. Okay, ich glaube, wir sind entführt, gell?
Der Albtraum ist Realität. Und der macht bei den Bundesjugendspielen mit, deswegen die Bewegung. Ah, so sieht das aus. Okay, jetzt bin ich hier. Das ist dasselbe Bad, in dem wir vorhin aufgewacht sind. Aber ich weiß nicht, ob wir Henry sind oder wer auch immer jetzt. Weil Henry ist nie wieder gekommen. Und wir haben eine andere Uhrzeit, wie wir jetzt haben. Die Uhrzeit ist nicht mehr real. Das heißt, wir spielen jetzt auch wieder eine Erinnerung. Ich weiß nur nicht von wem. Oder war es die Zeitumstellung? Ja. Das mit der Zeitumstellung ist also richtig fies. Das haben sich richtig elternhassende Menschen ausgedacht. Bis wir unseren Sohn heute mal überzeugt haben, dass er ins Bett geht. Ach, wenn es noch hell ist. Sehr schön. Was ist da noch hell? Aber es ist trotzdem schon spät. Aber es ist da noch hell. Das hat mit der Uhrzeit nichts zu tun. Ah, schön. Sehr schön. Ich klinge erstmal nochmal überall. Get out of my house! Lassen Sie sofort mein Haus. Lady, hätten Sie etwas Zucker für mich? Dein Bruder Jonathan. Emma, es tut mir so leid. Ich möchte Ihnen helfen, JJ zu finden, aber ich kann Ihnen auch versichern, dass der Junge nur mit Freunden gespielt hat und sie nicht gewarnt hat. Er wird bald zurück sein. Dein Nachbar Phil. Von wegen, ey. Ich habe Schritte gehört. Wenn ich mich jetzt rumdrehe, bricht die Hölle aus. Verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Sind die Zahlen hier spiegelverkehrt oder warum? Gehen wir mal Schlüssel suchen. Sehen nicht, wie seltsam aus, die Zahlen. Vielleicht haben sie keine Rechte gehabt, Zahlen zu benutzen. Ne? Sie müssten spiegelverkehrt machen. Ah ne, hier sind jo. Oha. Google Lens heißt die, glaube ich. Oder Entschuldigung. Dann hätte Frosch im Hals. Oder einfach nur Lens. Doch, Google Lens. L-E-N-S. Die übersetzt den Text, den du gerade anschaust, per Handy mit der Handykamera. Lies mal das Exit. Was ist was mit dem Exit? Ah, ja, ist auch spiegelverkehrt. Vielleicht finden wir uns in der Spiegelwelt gerade. Und wissen es nur nicht. Wir freuen mal den lieben Herrn hier, der ein bisschen mit seinem Horn aussieht wie Lucifer. Sieht auch aus, als wenn der hier stehen wird, ne? Der Schatten beginnt ja schon hier. Okay, das ist sehr unheimlich.